Wie Oder an die Video. du Rolf, ich Lisa. Wie du? Oh. Streber, Lisa, geh noch mal rein. Nimm jetzt die rechte Seite. Fickt euch den Linker. Nun haben noch geladen, alles klar, voll, voll. Okay, bin durch. Boah, Treffer. Nein, Bühler, was machst du? Was war das? Nein! Was war das? Gerade wo ich reingehe. Nicht. Ich hab doch, du bist Nicht weg. abstürzen. Ich hab gedacht, du bist weg. Kann er geht. Ja, das bin ich, das bin ich. Ich habe einen Was ist denn, was ist Kontakt. passiert? Mit Das der Bodenkontakt Flak-Treffer. negativ, oder? Boah, der links brennt richtig. Boah, der rechte Motor meine ich, brennt. Bei Kontakte Geht Richtung noch ein Angriffspylon? Norden. Auf dem Wasser. Ja, geht noch. Ich habe gedacht, ich habe ja Feuerlöcher erst aktiviert, aber geht nicht, ne? Gibt leider, glaube ich, keinen, oder? Oh, hier sieht heftig aus, ne? Zieht eine fette Rauchfahne. Ja, merke, Oh, auch ich mach ihn hier aus, ist ich die mach ihn Flak aus. ziemlich heftig. Man noch so viel Höhe wie geht, bis der Motor ausfällt, oder ist ja schon komplett aus. Oh, oh, Ja, oh, quasi. oh, was war das? Was war das? Völlig grundlos, Echt? Ich hab. Pylon. Scheiße. Kann sein, dass ich den falschen Motor habe ausgemacht. Lass mal sehen, wo ist denn das Ziel, oder? Wie, du bist du noch in der Luft? Aber da, wenn das brennt, da anfliegen, das kannst du vergessen. Das musst du weg. Ui, Kontakte der. fliegen Richtung Westen, die Küste entlang. Ja, haben schon ziemlich gut aufgeräumt, aber klar, es steht schon noch ein paar. Ich denke mal so vielleicht 50% Oh, zerstört. jetzt hat's mich erwischt. Nicht reinrahmen, nicht rein. Oh. Das ist doch kein Grund, gleich reinzurammen. Mir hat ein Motor gefällt, also komplett gefällt. Ja, und nochmal 110, nochmal 110, ein letztes Mal. Das Ziel noch zu plätten. Schade, wenn ihr in diese Zeit Strupp gegangen wärt, hätten wir das geschafft. Komm, sorry. Wenn wir jetzt nochmal fliegen, dann bleibe ich länger am Leben, ich verspreche es. Versprochen. Gemerkt. Na los, eine noch. Geh zurück. Ist noch jemand hier oder? Nee, ne? Nee, du Weg bist jetzt hier aber mit auch ganz Weg auf dich zum alleine gestellt. Du kannst von uns keinen Schutz mehr erwarten. Wenn du das denn je überhaupt hast. Bin eigentlich alles Stuckerzieher. Ja, klar, rein und raus. Und schau, sogar bei der Stuka ist die Gefahr, dass man im Sturz schon wie Karaya erwischt wird. Na gut, aber Ja, wobei das würde ich schon sagen, das ist noch eher ein, also da kann man schon mal mit der 110 drauf, weil sie so schön in Reihe sind, oder wisst man dann doch relativ viel. naja, in der Stuka sind die Überlebenschancen nicht so groß. Ich habe jetzt schon zwei Tode durch die Stuka. Ja, aber nicht, ja. Vor allem sind Der sie eine im extrem ge. Sturz und das andere am Boden, wo dann die Flak noch geschossen hat und mich gekillt hat. Hat sie dich dann doch noch erwischt? Ja. Ja, klar, irgendwann die fließen sich dann ein, oder beziehungsweise irgendwann ist es einfach falsch passiert. Ja, na, ich war anscheinend noch direkt in der Reichweite von der Flak, weil ich habe noch so Wölkchen um mich herum gesehen und auf einmal bam, weg. Von der Wand Flakbeobachter hat gesagt, ja, 100 Meter weniger.
100 Meter ja. weniger. Ja, jetzt. Der ist 10 Meter daneben gestanden, neben der Maschine. Da, hier. So ein französischer Bauer. Ich bin raus, weil mir die Ehre als Statist in euren Videos. Oh, nicht noch eine Runde, letzte Runde, Pülo. Ey, wir haben halt. Ganz schnell 110, wir sterben sowieso sofort. Ach, nee, ich bin raus. Raus ja, ja, das ist zu spät, ey. Dicke nach 1. Tschö. Ciao. Tschüssi. Gute Nacht. Dankeschön. Na, wieder offen, du bereit. Na dann, ist. Oh, da du ja auch schon 3 Tode. Ja, 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 ich bin heute noch doch einmal nach Hause gekommen. Ich bin jetzt auf Höhe Watten. Bitte? Ich bin jetzt auf Höhe Watten. Wieder aufs Tulu. Willst du uns nochmal eskortieren? Ja, natürlich. Oha, starten gerade. Über Rolf. Ja. Wieder so tief? Na, erstmal tief und dann ein bisschen steigen. So auf Halo 15 und dann rein aufs Ziel. Ja, mal ein Stück runter. Wenn ich euch sehe. ich bin jetzt an der Ostküste von dem Wald bei Saint-Omer. 11-1-2, Dui. Wir werden gleich wieder, denke ich mal, sehen schon noch nicht, aber über den Wald bei Merville nördlich fliegen. War das richtig? Ja. Über welchen Teil des Waldes? Eher den westlichen. Hallo gerade, naja, 5 gleich steigend. Ich sehe eine Henkel 111 auf 5000 Metern, die anscheinend auf eine volle Plage zufliegt. Oh, der will jetzt zerstören, der fliegt wahrscheinlich schon ein drittes Mal jetzt an. Ja, ja, dann gebe ich ihm mal ein bisschen Jagdschutz. Freut er sich. Wir haben den Kontakt, bist du das auf unserer 11 Uhr? Richtig. Ja. Oder Victor. Also mal die Sprache gewöhnen. Ach, und dann taugt alles. Ich habe den Unterschied zwischen Victor und bestätigt noch nicht. Da gibt es aber auch anscheinend einen feinen Unterschied. Ich glaube, Kontakte bestätigt mal wieder, oder wie war das? Und wenn du irgendwas praktisch bestätigst, eine Meldung, dann sagst du Victor. Okay. Also wenn du bestätigst, dass du das verstanden hast. Ah, stimmt. Also kann man sagen, sozusagen könnte man theoretisch sagen, wenn der eine sagt Spitfire auf 5 Uhr und wenn man sagt Victor, würde heißen, dass man die Nachricht empfangen hat, wenn man bestätigt sagt, sieht man die Spit tatsächlich. Also jetzt sage ich dann immer Victor und danach bestätigt. Oh doch. Um sozusagen den Funk noch etwas weiter zu füllen.
Und Level. Liegt dir straight Norden? 1-1. 10 Uhr. 330 Grad. Ja, 345. Henkel wirft ab. Sehr schön. Sehr schön. Schauen wir mal, es müsste eigentlich lang, glaube ich. So, wie war es? 70%? Naja, könnte knapp werden. Oh, da ist aber eine ziemliche Verzögerung zwischen den großen und den kleineren Bomben. Die Henkel hat ja nur große. Da sind jetzt erst drei Bomben rausgeflogen und dann ist auf einmal ein ganzer Schwall rausgekommen. Entweder du hast nicht richtig gemacht oder. Es wird einfach bei dir ein bisschen falsch dargestellt, das kann ja theoretisch vielleicht auch sein. Ja, ja. 14,20 bei, ne? Nein, das reicht nicht. Oh, na, 23% hat er dann, glaube ich, geschafft. Wenn die 100% haben, ist dann vorbei? Nee, dann ist nur das Ziel vernichtet. Aber wie gesagt, wir müssen noch die beiden Kolonnen, also diese die eine Kolonne und eben dieses Ziel Schiffe. Am Strand und die Schiffe, genau. Dann haben wir es aber. Aber die Roten sind heute, glaube ich, nicht wirklich aktiv oder die haben noch nicht wirklich was von uns gehört. Ja. Man sieht doch hier irgendwie relativ wenig Leute herumfliegen, ich weiß nicht wieso. Es ist relativ ruhig hier. Eigentlich müssten wir auf der Karte, um die zu gewinnen, wirklich immer direkt eure Plafletten, da müssen die immer über den Kanal kommen. Ja, die meisten fliegen eh sowieso Spitfire. Also man sieht genau, relativ wenig Curries. Ja. Wobei eben auf der Karte sind natürlich aus dem Grund eben noch relativ viele unterwegs Curries. Und ein bisschen merkt man das auch bei dieser Frankreich-Karte. Da haben die Spitfires dann ja auch eher ein bisschen weiter hinten im Land. Naja, die Roten haben kein einziges Ziel von ihnen zerstört. Oh, aber bei uns wird es auch schwer. Er ist eins von 15 Schiffen. Aber okay, vielleicht kriegen wir beide Ziele jetzt weg wieder, oder? Die Kolonne und danach gleich auf den Strand. Ja. Ich befürchte, dass da keiner von uns mehr lebt, aber der Plan hört sich gut an. Ich schaff das, ich drück euch die Daumen. Mehr mache ich im Moment. Die Karte wäre gut für einen Geschwaderflug, ja, denke ich. Bitte? Die Karte wäre gut für einen Geschwaderflug. Wie ich die Sache kenne, haben wir bestimmt wieder Drumcore. Portsmouth. Ja, Portsmouth, natürlich. Portsmouth. Der Portsmouth muss nicht sein, erstmal ist er eingeschränkt. Ich will nochmal genau schauen, wo das Ziel eigentlich war, aber direkt an der Brücke wäre es oder halt schnell davor. Überhalb vom See ist es. Das See auf 12. Okay. Ah ja, stimmt, sehe ich sogar schon. Ja, gut zu wissen. Gehen noch ein bisschen nach Lisa. Genau, können wir dann schön ja wieder seitlich anfliegen oder parallel. Schauen wir mal, Kontakte sehe ich noch keine. Geht er noch mal in die Mitte auf die Straße rein. Richtung. Da waren noch ein paar. Was schmiss es da schon lange brennen? Ich sehe da noch nichts. Das Ziel? Das Ziel ist ja schon, aber ich sehe da noch nichts brennen. Das hört auf das Brennen nach einer Zeit. Das ist ja das Dumme. Also man sieht jetzt nicht mehr so richtig gut erst im letzten Moment. Jetzt kommt sie. Hast recht. Aber nach einer Zeit hört es auf. Eben bei den Radar hat es auch nicht mehr geraucht. Was sind die roten Fahrzeuge vor welche? Explodieren die schön oder? Ja, ich weiß es nicht. Hat mich eben auch schon gereizt. So,
das brennt, es raucht viel weniger als eben. Ah, Feinde noch. Waren gemeldet. Ich gehe rein. Ja, Flugfeld zerstört. Wo werden sie denn gemeldet? Hier oben, von mir aus. Ja, ich sehe sie. Oder sehe ihn. Einer, Balthasar. Hier oben. Ich sehe nichts. Höhe, ja, war unsere Höhe kommt jetzt hinten ran bei uns. Also jetzt sind wir ja über auf Ostkurs, also jetzt ist auf unserer 3 Uhr. Hallo, vielleicht 10. Sehe euch. Okay, einmal durchgeflogen. Dreh auch nochmal rein. Ah, das sind zwei oben. Zweier sind da. Ja, es könnte Balthasar auch sein, oder? Naja, einer von denen ist Balthasar. Ich bin in der Rolf. Wir kommen jetzt wieder aufs Ziel zurück. Das ist. Mal die Ziele, da ist es. Boah, die Flak, ey, die polst ja um meine Straße. Ja, wir werden immer halt. Liegen noch richtige Brocken entgegen. Geh nochmal auf die Straße, da brennt immer noch nicht genug. Nee, das Ziel leider nicht. Welches Ziel seid ihr jetzt? Boah, fuck, schon wieder Flak, Höhenruder beschädigt, Seitenruder, na. Ich treffe nichts mehr. Warte mal, nee, kann nichts mehr. Ich flieg nach Haus wieder. Kann nur noch durch die Trimmung hier die Nase oben halten. Wir sind bei dem Ziel direkt oder direkt westlich an. Na, ich sehe die Brücke. Achso. Ja, da ist doch genau, da raucht doch alles, oder siehst du doch. Wie du kommt jetzt wieder rein? Ich hau mich südlich ab, Ja, aber Karaya hat er gefragt, glaube ich, ne? Ja. Bei dem See Karaya, da ist doch so ein See westlich. Und da direkt nördlich an dem See dran. Ja, Orido, sehr schön. Vielleicht sind die roten Fahrzeuge die Trigger. Okay. Nee, das ist auch wieder prozentual alles. Mal weg von hier. Auf die Stellung, ich gehe nochmal auf die andere. Ne? Am Strand da. Am Strand? Ich gehe jetzt noch Strand. Hier. Das Ziel ist da direkt eben wieder östlich von diesem Steg. Oh, Querruder. Oha. Im Abflug hat's mich erwischt. So ein Dreck. Ja, finde ich aber gut. Also wird so echt spannend. Soll Gott mal da jetzt. Naja. Aber ich kann es noch rauslecken mit der Querruder-Trimmung. Naja, groß treffen ist aber nichts mehr, oder? Nein, oder rauslenken. Also, ja, klar, genau. Klar. Ja, jetzt krieg ich schon noch 6 wahrscheinlich. Seh dich nicht. 6 oben, aber es ist egal, ich bin ganz tief. Denn da ist schon noch ein Kommen. Ich hau mal alles rein, was ich hab hier. Ne, hab schon 6. Wo ist das Ziel am Strand? Sagst hab ne Spit. So. Magnetzünder. Was war los? Jetzt sehe ich euch nicht mehr. So eine Kacke, ey, das Ding. So, hab schon euer St. Omer in Sicht. Du fliegst nicht zufällig nach St. Omer wie du, oder? Grobe Richtung vielleicht. Verdammt. Ist Bett noch dran? Weiß ich nicht, ich bin verbunden. Ja, ist noch dran. Gib doch mal deinen Abflug kurz durch. Nee, jetzt nicht mehr. Dr. Uzi, na, der freut sich. Naja.
Artefakte lande ich jetzt eigentlich? Das wird nochmal spannend. Mal, da sollte ich mir Zeit nehmen. Na, bin ich nicht nett. Aber ich habe echt zu lange auf die Brücke gekommen, geguckt. Da hätte ich echt nicht verschwinden sehen. Na, ich bin über den Norden raus da und habe dann noch einen Flak drauf gekriegt. Um Norden raus? Okay. Ja, von den Zielen über den Norden und dann aus westlicher Richtung am Strand entlang getieft. Dass du gerne am Strand lang fliegst, also da ist auch wirklich das bestsichtbarste Ziel, wenn man da so knapp anfliegt. Ja, wenn ich über Bäumen bin, nicht in Stadt. Ich habe jetzt echt an der Spitfire den Arsch voll geschossen und das Ding fliegt nur immer. Echt sehr geile Treffer drauf gelandet. Super geile sozusagen. Ja, sehr, sehr geile Treffer, aber das Ding, super. Die verfolgt mich sogar noch, das glaube ich nicht. Ich habe da echt drei Viertel meiner 20mm Geschosse auf kürzeste Distanz hineingeschossen. Jetzt hängt die an mir dran. Musste posten, sowas. Leider. Ah, jetzt geht sie, glaube ich, runter. Naja, klar, weil ich das an. Das sieht dann auf den ersten Blick aus, aber in Wahrheit fliegt es bei dem auch nur mit roten Schadensmeldungen ein. Geht zur Landung. Ja, war echt, ich hab den so geil getroffen und das Ding fliegt trotzdem. Naja, der wird halt vielleicht auch nicht mehr so viel Steuerung gehabt haben oder so, oder? Also. Wie gesagt, wenn ich glaube, wenn du bei dem sehen würdest, dann wird wirklich eine Riesenliste an Rot auftauchen. Die BOS-Leute haben heute gesagt, dass irgendwelche Tests, keine Ahnung, russische Tests, was auch immer war, und die haben gesagt, dass 2 20er Treffer gelangt haben, um also im Schnitt um Maschinen, den einsitzigen, einmotorigen Jäger abzuschießen. Stimmt nicht, 5 bis 6. Genau, wollte ich nämlich auch sagen, 2 kommt mir schon sehr wenig vor. Aber darauf optimieren die wohl. Also sie haben gesagt, 46 hat wohl viel zu viel die Maschine ausgehalten und sie wollen es halt wesentlich, naja, das sieht man, finde ich, auch gerechnet bekommen. Genau, das sieht man aber auch ein bisschen in den Videos, finde ich. Also die gehen schon alle extrem schnell runter. Springe, aber ich lande. Sehr schön. Oh, es sind nur noch relativ wenig Leute online, oder? Ja, was haben wir denn für eine Zeit? Ist auch gar nicht mal so früh, oder? Halb zwei, ja. Ich hatte ja Gott sei Dank heute frei vom Arbeitgeber aus. Oh, es ist bei euch gar kein gesetzlicher Feiertag? Nein. Oha. Aber es hat mich auch nötig, ich habe gestern ordentlich gesoffen. Das heißt, Rausch ausschlafen. Habe ich den Dewey gar nicht im Steam gestern gesehen, habe ich nicht voll texten können. Gestern war ich auch gar nicht im Stream. Ja, das meine ich ja. Ja, aber ich bin da auch unterwegs. Wo bist du, in Sanktomer gelandet? Ja. Bist du noch da? Nee, ne? Ich sitze noch drin und will mal schauen, ob hier auch der Temperaturbug ist. Deswegen lasse ich mal den Motor ein bisschen abkühlen und mache gleich den Motor dann mal aus. Sanktomer hat ja 3 Plätze, aber ich bin wieder bei dem, der direkt da nördlich im Wald ist. Da sind wir am Wald dran. Ich glaube, ich sehe dich jetzt auch rein. Wo kommt er denn her? Richtung Osten. Sag mal, wo hat dir der Dr. Uzi den Arsch voll geschossen? Wo war das ungefähr? Bei dem Ziel direkt an der Küste. Also okay. Also ziemlich, also da hat er sich dran gesetzt. Ich weiß Skylon, nicht, wo ist es denn? Wo ist er denn? Na, der Uzi hat ja echt mal einen Lauf, der freut sich, oder? Skylon?
Ist der noch im TS? Keine Ahnung, ich sehe es gerade nicht. Die Flak ist echt abartig hier. Noch nicht mal am Flugplatz oder irgendwo in der Nähe gestreift. Nix, gar nix. Wo ist denn der Dr. Uzi jetzt? Der ist östlich von Dünkirchen. Also ja, 15 okay. Ungefähr. Was war das für ein Geräusch? Kein gutes, oder? Aber immerhin habe ich Irish Jim Spitfire brennend geschossen. Lichterloh. Ich kenne das, sieht man auch nicht jeden Tag. Ja, wenn es lichterloh war, ist den Tank getroffen. Ja, kein Motorbrand, das Ding hat wirklich genau gefackelt wie sonst die 109 nur. Wo ist eigentlich noch schnell bei der Spit? Der Treibstofftank ist der zwischen Motor und Pilot. Ja. Ja. Das ist ja, wo man sich auch überlegen muss, wenn der im Brand ist, da wirst du aber schön durchgegrillt. Genau, das haben sie immer, also es gibt ja ein paar nette Anekdoten oder Storys drüber, dass es extrem gefürchtet war und sie wirklich dann halt im Cockpit verbrannt sind. Müsste eigentlich mindestens genauso gefährlich sein für einen Bit-Piloten wie für einen 109er. Ja, für einen 109er, ich weiß nicht, der hat wenigstens noch irgendwie eine Abschottung nach hinten zum Treibstofftank und vor allem werden ja die Flammen dann nach hinten weggezogen. Ja, genau. Und dann geht die Map hier strategisch günstiger. Oh, gelandet. 2 Stunden. Ja, die hat es ja erst vor 2 Stunden oder was gechanged. Und ich glaube, die laufen ja 4 Stunden oder was. Jo. Ja, dann schaue ich mal, dass ich den Dr. Uzi hier aufkabel. Ich bin auf 4500, gleich über Dünkirchen. Okay, hier kann man den Motor anscheinend abkühlen, wenn man also liegt die Temperatur gerade um 2 Grad, aber als hält's. Also du hast dich mit dem Bekämpfter bei den Bodenzielen, oder? Bei der Stadt, bei den Bunkern. Ja, östlich der Stadt bin ich dann aufgeschlagen. Okay. Nee, ich hatte eine andere abgeschossen und dann kam er von oben auf mich runtergestürzt. Okay. Du hast jetzt dann Warthog, oder? Jo. Du hast halt im Chat das Bild gepostet. Ich habe gar nicht erkannt, dass es der Warthog war. Ich dachte mir, was will er denn damit? Was ist denn da neu? Ob du das Trecker Air oder so? Aber steht dann war ja das nur ganz fett auf der Bodenplatte drauf. Ah, wirklich? Oh Gott, mal darauf. Ja, nee, sorry. Ich dachte mir, du hättest irgendwie einen, aber du hattest gar keinen. Nee, nee. Deswegen dachte ich, kann ja nur das Trecker Air sein oder so. Aber mal der. Und ist das Teil wirklich sein Geld wert? Naja gut, ob man über 300 Euro für ein Stick unbedingt ausgeben muss, aber ist schon geil. Aber extreme Umgewöhnung, weil er sehr schwergängig ist. Ja. Also ich denke, ich habe morgen bestimmt Muskelkater. Also hat der so eine starke Federung oder was? Ja, richtig hart. Also noch härter als der T16000 oder was? Wesentlich. Okay, weil es heulen ja viele herum, dass der Thrustmaster schon relativ schwergängig ist. Vor allem, wenn man von einer Seite kommt, die ja richtig leichtgängig sind. Da brauchst du nur mit einem kleinen Finger ankommen und die bewegen sich. Also ich fand den T16000 richtig gut. Ja, der hat so ein richtig gutes Verhältnis von Festigkeit und Ansprechen. Wobei mir der Warthog jetzt sogar noch mehr entgegenkommt, weil ich halt mehr der Grobmotoriker bin. Also umso fester der Stick, umso besser für mich. Schiebst du deine Kamera um? Was mach ich mit der Kamera? Verschieben, weil die in der Mitte steht. Ja, das ist wegen dem Track-Clip, oder? Ja, weil ich den Trick, den Clip hab. Mhm, ich auch. Ja, und da hat... Weil du ja den auf einer Seite hast und nicht mittig wie auf der Haube praktisch den normalen Clip,
musst du praktisch das Tracker ja auch seitlich versetzen. Also was genial ist, was aber wohl bei jedem HOTAS, der zwei Schubhebel hat, für die 109 habe ich mir jetzt den zweiten Schubhebel als Trimmung, Höhenrudertrimmung, und das ist richtig gut. Ehrlich? Den hast du als Trimmregler? Ja, den zweiten Schubregler. Beide für die 109, die Config. Du hast ja rechts unten hast ja nochmal so ein Trimmrad. Das habe ich jetzt ohne Funktion, weil ich beide 109er einen Schubregler brauche. Gut, bei mir steht er auch ein bisschen ungünstig halt auch oben, wie auf dem Foto gesehen, auf dem Schreibtisch. Er ist ein Tacken höher, denke ich mal, als der T16000, also muss schon ein bisschen hochgreifen, ist nicht so ideal. Was mich gewundert hat, dass du deinen Platz direkt im Fenster hast, das ist bestimmt belastend, oder? Ja gut, nachmittags, wenn da so die letzte Stunde die Sonne hier richtig reinknallt, dann muss ich ein bisschen abdunkeln. Aber ansonsten kommt das Dreck eher ziemlich gut zurecht. Ja. So mittags herum oder früher Nachmittag kann ich im Prinzip nicht fliegen, weil dann das Tracker ja bei mir komplett spinnt. Wegen den Infrarot, also wegen der Sonnenstrahlung von draußen. Aber das Face-Track, was ich vorher hatte, das war wesentlich empfindlicher. Also Face-Track verträgt schon einiges. Das Trackier, meine ich. Hast du das Face-Track aber auch mit Infrarot? LEDs verwendet oder was? Ja, klar. Okay. Den Trackclip, den hatte ich ja vorher schon. Mit dem Facetrack zusammen. Lief eigentlich auch schon recht gut. Das Track-IR macht halt alles nochmal einen Tacken besser. Wobei ich da ja auch komplett umlernen musste beim nach hinten schauen. Das Track-IR erkennt ja, dass du nach hinten schaust, und wenn du dich nach rechts lehnen willst, lehnst du dich nach rechts. Genau. Das Face-Track hat es nicht gerafft. Ja, dieses True-View oder wie sie es nennen. Genau, und wenn du dann nach hinten geschaut hast, wolltest du nach rechts dich lehnen, musstest du dich nach links lehnen. Ja. Das hatte ich natürlich irgendwann drin. Dann das Track-IR installiert und immer vorm... Ja. Vom Rechner rumgewackelt, links, rechts, wie so ein Depp. Muss Trackier definitiv besser als wenn du richtig reinzoomst und dann Kontakt verfolgen willst. Das habe ich beim Facetrack fast gar nicht hingekriegt. Also ich konnte da den Kontakt nicht identifizieren, das ist beim Trackier ohne Probleme eigentlich. Ja, das Tracker hat einfach ein schnelleres Ansprechen auch. Und ist prinzipiell eigentlich genauer, finde ich. Ja. Also was ich beim Facetrack nie wegbekommen habe, ist diese Verzögerung praktisch. Ja doch, die hatte ich auch fast auf Null. Das ging eigentlich ganz gut. Ich weiß jetzt mal, was ich wie eingestellt habe, aber dieses Smoothing, sage ich mal, das ist ja. Deine Bewegung. Und das habe ich geschafft, wirklich sehr weit runter zu regeln, dass man es kaum noch gemerkt hat. Wenn ich es mal wegen der Zoom-Problematik erhöht habe, ist mir schlecht geworden. Weil du hast den Kopf bewegt, dann kurze Verzögerung, bis es sich bewegt, und dann hast du Kopf gestoppt und es ist noch kurz weitergegangen. Mir ist wirklich schlecht geworden davon. Wo fliegst du rum, Karaja? Zwischen Dünkirchen und Calais. Jetzt gerade bei dieser künstlichen Bucht. Hallo? 5-5. Oh, ist da oben was los? Nö, ich versuche hier gerade irgendwas zu finden. Ich finde gerade überhaupt keine Flugzeuge hier. Ja, nicht mehr viele Leute da, ja.
Eine Spitfire unterfliegt mich. Asche getroffen. Ich hoffe, es platziert sich mal eine relativ ruhig vor mich. Irgendwas stimmt mit meinen MG-Konvergenzen. Ich habe nochmal geschaut, die stehen eigentlich so, wie sie stehen sollen. Aber auf 150, 200 Meter, ich schieße und bin eigentlich nur noch am Rumsprayen, damit irgendwann mal irgendwas trifft, obwohl sie gerade vor mir herfliegt. Ganz seltsam. Ich habe das Problem mit dem Seitenruder. Wenn ich Seitenruder sehr antippe, dann macht die gleich wupp. Ja, deshalb habe ich habe beim Seitenruder eine Todzone von ein paar Prozent, damit sie eben nicht gleich irgendwie... Na, habe ich auch, aber es geht trotzdem nicht. Es ist zu empfindlich. Okay. Ich bin vorher besser mit den Drehtschaustik zurechtgekommen. Merke ich extrem, ich schieße immer vorbei. Was ja, ich schaffe mal das bei dir, weil der funktioniert. Bei mir ist ja eine Bremse schon kaputt. Was, beim Seideck? Ja. So? Steht zurückgeschafft. Warthog angeschlossen, gefreut wie ein König. Dann wollte ich bremsen. Scheiße, Bremse geht nicht mehr. Bei dem künstlichen, bei dieser Bucht zwischen Dünkirchen und Calais sind anscheinend ein paar Feinde. Circa Halo 3.0. Na, hier ist er auch. Bei der Bucht leicht landanwärts. Halo 40, Halo 50 krebst hier auch Zeug rum. Ja, ich bin jetzt bei der Bucht auf 5.2. Aber ich hatte heute noch gar keinen Pilot Kill, obwohl ich den Spitz wirklich sehr schön mitgegeben habe. Also hat man wirklich Einschlag und noch mehr gesehen. Ja, hier bei der Bucht sehe ich mindestens zwei Spitfires. Ich glaube eine... Ja, nein, drei Spits. Ah, heute. Ja, bei den Schiffen ist jetzt ein Dogfight. Ja, leicht einwärts. Südlich, leicht südwestlich der Bucht. Ich fliege jetzt auf die Bucht zu. Ich hau hier ab. Hab hier gleich zwei Spitz auf meiner 6. Wie hoch bist du? Halo 10 gleich wieder. Bist du bei einem kleinen Städtchen oder was? Oder Fluss oder sonst irgendwie. Ich komme jetzt südlich gleich auf diese Bucht. Okay. Also du kommst vom Norden herein oder was? Ich komme von Südwesten rein. Bin noch über Land, aber gleich über Wasser. Okay. Bin allerdings auch gleich auf Deck. Ah fuck, Wasserkühler. Es ist doch zum Kotzen. Ja, ich sehe da bei der Bucht 5, 6, 7 Kontakte. Da ist ganz schön was los. So, bin jetzt über Wasser.
Ja, flieg dort weg, dort sind so viele Spitfires. Ja, ich hab's so am Arsch hängen, was soll ich machen? Und sowieso kühle. Lang mache ich nichts mehr. Ah, ich glaube, ich sehe dich. Du passierst jetzt gleich den. Die Bucht, den Eingang. Weiß ich, du fliegst gerade auf eine ganze Menge anderer Kontakte. Ich brenne auch schon, ich brenne eh schon. Jetzt habe ich auch noch Kraftstoffleck. Oh, ja. War wohl nix. Ein Satz mit X? Hm. Spielst Battlefield? Boah, du hast jetzt, glaube ich, da vier Spits mit dir unten. Das ist ein richtiger Zirkus da unten. Au, 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 au. Oh. Au, au. Aber wenn das ja ein Spawn tut, kannst du mich wie die Sau. Oh ja, der läuft runter. Fliegst du noch, Balthasar? Ich fliege, ich bin gerade auf dem Weg zu den beiden. Okay. Ja, hier über der Bucht geht's noch ziemlich ab, aber halt sehr, sehr niedrig. Jetzt gerade auf eine Speed runter. Aber ich habe nur noch MGs, das heißt, ja, kitzeln kann ich ihn ein wenig. Vielleicht lacht er und verliert die Kontrolle. Ich bin mal raus. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Mach's gut. Yes. Welche Höhe bist du jetzt, Karaya? 4,5, leicht fallend Richtung Saint-Omer, direkt Südkurs mit 2 Spitz in der sehr weiten 6 Uhr.
Wie weit hast du es noch bis zu bis nach Saint-Omer? Ein, zwei Minuten. Bin gleich über den Flugfeldern und der Stadt. Wie weit nördlich als du? Also ich bin jetzt über diesen Flüssen, die südlich gehen, Richtung der Stadt. Und bin gleich in einer Minute über den Flugfeldern. Meine Speed bricht ab. Die andere hängt noch. Ah, weit entfernt. Ich habe nochmal das Video angeschaut, weil das war tatsächlich ja wirklich ein Flak-Treffer gehabt, da muss der die abgeschossen haben. Die Flügel, dann bin ich beruhigt. Ja, wäre das erste Mal gewesen, dass ich mit einem, also nach dem Lösen der Bomben den Flügel abreiß. So, ich mache jetzt mal einen Cross-Country-Flug. Mal schauen, wie frustrationssattelfest der Speed-Pilot ist. Was, seid ihr da der 6 oder was? Ja, der ist weit entfernt, aber bildet sich einer, muss mir folgen. Also ich bin jetzt gleich über dem Wald bei Saint-Omer. Okay, ja, dort bin ich auch eigentlich mit der Speed jetzt auf 4600. Oh, so hoch. Oh. Ja, habe ich doch schon vorhin gesagt. Ja, ja, klar, aber ich habe gedacht, du sinkst noch weiter, weil du sagst, ja, wieso, auf welcher Höhe bist du? Jetzt bin ich auf 1,5. Okay, so weit runterfallen werde ich nicht. Ne, ich komm hoch. In welche Richtung fliegst du? Süden. Habe jetzt gerade den Wald passiert, bin jetzt auf Höhe der Stadt. Ich kann fast irgendwo unter der Spit sein. Sonne genau. Ah, die Speed ist jetzt westlich der Stadt auf 4000. Jetzt genau über dem Wald auf 2000. Okay, na, ich bin jetzt südlich der Stadt und des Flugfeldes, also südwestlich ein Stück vom Wald. Speedfire folgt mir noch immer. Mach mal Höhe hier. Also dabei. Fuck. Okay, ich habe einen Kontakt. 12 Uhr. Kann ich aber nicht identifizieren. Ich glaube, ich sehe dich. Du bist direkt über dem Flugfeld, oder? Ja. Ah, du wackelst, gell? Richtig. Okay. Ich muss gerade gucken, ob ich wirklich direkt ich über bin. Ich bin auf deiner 9 Uhr, du hast eine Speed vor dir. Oh, dann ist die Speed vor mir, okay. Seh dich. Ist auch irgendwas bei dir? Ja, das ist die Speed. Das ist die jetzt, okay, weil ich hab die aus. Wer ist denn dieser Saris? Der hat jetzt auch in unser Forum wieder gepostet, gell? Was denn? Irgendein Dokumentarfilm, also das passt schon, aber wer ist denn das? Der hat, glaube ich, seinen Kühler ruiniert. Sehr schön. Wissen denn, wer das sein soll?
Das war auch der, glaube ich, weiß ja im Teamspeak, man schon mal ein paar Mal mit. Ja, wenn er sich nicht meldet, da kann er Winston in den Stürzt du gerade oder stürzt sie? Die Speed stürzt. Ich gehe nach. Ja, komm mit. Ist es jemand, der sich im Forum angemeldet hat oder was soll das sein? Ja, klar, der sich im Forum angemeldet hat. Wie gesagt, war auch der, der weiß im Teamspeak schon öfter mal auftrat mit JG4. Kann ja mal schauen, ich gehe mal, ich melde mich mal an. Ich könnte mir vorstellen, dass es so einer ist wie der Fox oder so, weiß, der da halt mal, dass er sich umbenannt hat. Richard Schenk, sagt dir das was? Hat sich Anfang des Monats angemeldet. Nein, jetzt zeigt mein, mein Motor zerlegt, scheiße. Wie geht denn das? Kühler zu. Warum machst du das? Ich fliege immer mit vollem offenem Kühler. Ich finde das Herummanipulieren mit dem Kühler ist absolute Scheiße, weil man, wenn man das einmal vergisst, ist man dann selber am Arsch. Ja, aber soll ich mal sagen, das ist gerade das erste Mal, dass du den Kühler zugemacht. Kannst du den Kühler offen lassen, wenn du abhaust? Das bringt dir 20 bis 30 km/h, da die optimale Kühlereinstellung. Da fliegst du jeder Spitfire davon, die dich selber ein bisschen Ahnung hat. Ich land dann in Sanktum. Vor allem, wenn man noch abhaut, da hat man noch genug Zeit, da fliegt man nur geradeaus und dann kann man auch schön dann die Temperaturen überwachen. Nur irgendwann denkt, wenn halt der Moment kommt, dass man dann den Gegenstoß macht, dass man dann vorher kurz aufmacht, sonst wird's übel. Ach, so ein Rotz, das ärgert mich jetzt. Ja, ist das drüber befreundeten Gebiet oder nicht? Kannst du auch da jetzt irgendwo brav landen? Ja. Karaya sagt, er hat nicht mehr so viel Munition. Dann wäre das eventuell ein Abschuss für mich gewesen. Die Abschüsse kommen schon noch irgendwann. Ja, wurde er abgesprungen. Der hat sich da auch die Motor zerfetzt, der kann doch gar nicht mehr nach Hause kommen. Stimmt, wieso hab ich auch gepackt? Jetzt ärgert mich das noch mehr. Ja, der hat ja Wasserkühler gehabt. Ja, das war ein gratis Abschuss gewesen. Aber so gut bin ich schon lange nicht mehr gelandet. Ja, siehst du. Wow. Ist einer von euch noch ein bisschen? Also lohnt es sich für mich nochmal zu starten oder? Weiß nicht, oder Karaya, bist du jetzt der Einzige noch? Ja, aber ich will jetzt auch aufhören. Ich werde heute auch nicht mehr online gehen. Und wenn du? Nee. Der spielt, glaube ich, Battlefield. Nee, das meine ich nicht damit. Oh. Meister Windu. Genau. Achso. Was habe ich schon wieder gesagt? Eigentlich Windu gesagt. Ich hatte nur Video verstanden, aber muss gestehen, ich hatte auch nur so halb gehört. Ja, ich spiele Battlefield. Battlefield, ja. Wieder an. Kommst du da rein zur Landung? Rein? Ja. Bei dem. Achso, stehst du auf dem Rollfeld oder was? Ja, ich stehe genau auf dem Rollfeld. Dann gehe ich rechts von dir, also vor deiner Nase.
Und so aktiv, die kleinen Stinker, ja. Ein Begrüßungssalut hier. Ja, da geht nicht mehr. Doch, jetzt. Oh, hast du mit mir gesprochen? Nee, ich hab mit Karai gesprochen. Du oder denkst du hier? Ja, ich denke immer, weil es Mittelpunkt der Erde und so, also aber... Ja. Sag mal, wenn ich jetzt bei Karaya reingucke, Karaya, in welche Richtung guckst du gerade? Zu dir. Das siehst du nicht. Okay, hätte er sein können. Nee. Und jetzt hier nur Lärm machen. Und wie war das nochmal? Wie kann ich nochmal diesen Score sehen? Die Netzstats, was in-game du abgeschossen hast. In-Game-Statistik. Was ist denn da die Standard-Taste? Das ist doch sicher belegt, oder? Oder nicht? Oh. Ich hab's bei mir auf eine eigene Taste gelegt. Rechtsklick und dann ist Game-Statistik. Ach, stimmt, so geht's doch auch. Ja.